ein Matt Stoney-Video jetzt, Leute. Brokkoli, ne? Boah, 500 Gramm, nur ein halbes Kilo nur, nicht so viel. Genau, das ist eigentlich, das ist echt nicht viel. Aber 500 Gramm hört sich echt wenig ist an, auch nicht Leute. Viel, aber bei Brokkoli ist das schlimm. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich hab schon mal, findet ihr das schlimm? Das können die Leute auch nicht vorstellen. Aber guck mal, ich habe schon mal 2 Kilo Gurken gegessen, ne? Um es zu vergleichen. Brokkoli, 500 Gramm, ist schon richtig Horror. Kann ich mir das mal nicht vorstellen. Ja, schau mal rein. Und der ist roh, Leute, ungebraten und das ungekocht. Ungekocht. Das sind später so Schmerzen im Mund, die kannst du nicht hier sehen. Hört sich jetzt nicht schlimm an, aber guck mal, über 500 Grams, a little over pound. Guck mal, das ist winzig, das ist wenig. Überleg mal, die Nudeln waren so viel. Aber du wirst dich wundern. Oh, bei roter Brokkoli, das macht etwas mit dir, das tötet dich. Hast du schon mal gemacht selber? Aber ich habe keine 500 Gramm gegessen. Ich habe schon 100 Gramm gegessen. Und wie war's? Das wird immer schmerzhafter. Guck jetzt. A lot of people have done this challenge. A lot of people in like the fitness food community have done this challenge before. And it's so intriguing because all these guys struggled so much with it. They struggled so hard with this challenge. There were 2 people that actually puked. And 2 people that just didn't, couldn't even finish the challenge. Das Englisch war zu schlecht. Gekotzt. 2 haben gekotzt. Und 2 haben sich I'm so interested. In dem scheiß Brokkoli oder was? So to see how hard this act. To the broccoli before we get all miserable and my jaw gives out. To the video sponsor. Ich hab auch richtig Herzklopfen von dem Elektroschock. Wirklich. Du bist auch so schwitzig. Zero, you put the broccoli on. What? See, good thing we waited out. Right there. That should do it. Einfach so? Also einfach nur so. Yeah. Ungekocht. Legit. Do it. Here we go. Here we go. This is the again. This is the 500 gram. Wie schlimm war der dein Stromschlag? Mein Stromschlag war eine 7. Hey, meiner war auch brutal. So wie wenn man einem Faulen anpackt, wo Kühe. Ja, genau. This shit is raw, fresh from the store. I even left a little leaves on it. Disgusting stuff. Many people have attempted this challenge. Many people have completed this challenge. Gucken, many people also können have failed this challenge. Kopf, das ist krass. Simon meint, das ist heftig. Simon meint, das ist heftig. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es an sich ist nur Brokkoli, denke ich. Aber mal gucken. Half kilo of raw rock. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Go for the little one first. Kleine Anmerkung fürs Video kurz, was unnormal scheiße ist. Matt Stoney benutzt einfach so Copyright-Musik, die ich leider rausschneiden musste, weil beim letzten Video mit Simon wurde das einfach schon Copyright geclaimt. Er hat genau bei diesem Video genau dieselbe Musik verwendet, Alter. Und deswegen blende ich einfach irgendeine andere Musik raus und schneide das schon irgendwie so halbwegs für euch zusammen. Es ist so hart und es ist einfach nicht mehr möglich irgendwann. Das schafft dein Kiefer nicht mehr. Aber der hat auch einen krass trainierten Kiefer. Guck mal, er sieht aus wie so ein Hamster? Nee, wie so, ja, wie so ein Kampfhund mit so einem starken Kiefer, weißt du, ich meine? Okay. So ein bisschen. Der hat übelst starke Kiefer. Ja, klar, wenn man so viel essen muss, ja, dann kaut der Kiefer auch. Gut. Super. Sagen wir einfach, du kaufst Brokkoli einfach so im Supermarkt oder Gemüseabteilung, dann isst du ihn. So ja, ist, ne? Ja. Okay. Ich habe mir mal selber einen Brokkoli besorgt, um zu gucken, ob das wirklich so schlimm ist. Und dieser Brokkoli sieht echt gar nicht mehr gesund aus. Ja, das ist ja abartig. Wie sieht denn dieser Brokkoli aus? Ja, ein paar Tage still, das wir schon vorher aufnehmen wollte, aber Aber andere Konsistenz merke ich schon, Digga. Das ist steinhart, das zu essen. Und das so roh zu essen. Alter, Respekt an Matt Stoney. Das ist ja widerlich. Naja, ich schalte zurück zu den 2 Fettsäcken. Das kann gut sein. Dieser Schlucken ist ja auch übel schwer, so hart einfach. Oh Gott! Schafft ihr das? Nein. Also Simon meint, der hat 100 Gramm gegessen. Hast du geschafft? Ja, nee, ja, habe ich geschafft. Aber einfach, warum hast du das gemacht? Warum? Ich wollte mal wissen, wie das sich anfühlt. Ach so, okay. Ja, ich würde... Nein. Also, das Gramm, ja, also ich würde es schaffen, aber sehr ekelhaft. Ja, du willst doch safe kotzen dann. Ja, das ist schon geisteskrank. Ja, er schafft alles. Wow. Mit Stoney, geisteskrank. Da kommt direkt die Kotze. Da kommt, und er hat schon keine. Er hat schon keinen. Guck da, muss das kotzen. Wieder? Ich stelle mir das nicht lecker vor, ich mir das nee, ist wieder richtig, nicht vor. Ist, so ein, der Körper hat einen Abwehrmechanismus dazu. Wie wenn du eine rohe Zwiebel isst, das hat dein Körper ja, auch so einen Abwehrmechanismus. Ja. Sieht man, das oben ist schon. Aber der unteren Stab, der ist ja widerlich.
keine Gnade, keine Gnade. Ja, als ob er das schafft. Doch, ich sag euch, das macht er. Der schafft. Aber selbst wenn Sony muss, weil gerade mal 500 Gramm, was gar nicht mal so viel ist, muss er schon kotzen und würgen, ja, und so. Ja, weißt klar, du, ist ja gut, keine Ahnung. Wenn wir gleich sehen. Oh, guck. Oh, das ist schon wieder ekelig. Oh, da war es gekotzt, da war es fast. Aber der chillt ja noch im Hintergrund und lacht ja noch schön mit seinen Kollegen rum, Alter. Die trotzt sich schon aus der Nase. So schlimm ist das für ihn. Das schmeckt nicht auf einmal zum Kotzen, Alter. Also Wettessen sicher schon der hart, aber der isst Wettessen dann um zum ekelhaften Scheiß, Mann. Viele mögen an sich ja wirklich schon. 6 Minuten. Oh, 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 oh mein Gott, da kam die Kotze. Hast du das gerade gehört? Ja, die Kotze kam in den Mund. Die Kotze kam in den Mund. Hat er gegessen trotzdem? Oh, hast du diesen Rülpser gerade gehört? Der ist doch vom Kotzen, der Typ. Die kam die Kotze hoch und hat wieder runter. Jetzt geht's ihm wieder gut, Alter. Hat wieder runter. Six. Minuten, Alter, der Kranke. Ey, Matt Stone, Alter. So, you say that was crisp or crunch? Alright, guys, cake. No problem, not literally cake. Ja, no problem, das war's gestorben. But, 6 minutes flat. I challenge all everybody else. Und was machen Sie, Mann? Kommen jetzt 500 Dinge und sterben hier einfach vor der Kamera? Wenn du möchtest, probier. Done this challenge in the past. Wäre ein geiles Video, wäre ein geiles Video. Geiles Video. Brokkoli am Strand essen. Geil. Von Madeira. Und dann einfach sterben. Und ja, mehr noch. Ich filme, du isst. You re-attempt this challenge. I did in 6 minutes flat. That was not that hard. Was will er mir gerade erzählen? Ja, ja, er macht extra Joke. There was... I think people could do this in a better time. I'm not sure, whatever. Nah, das kommt and nicht. And if anybody else wants to attempt this challenge, just anybody out there. It's a healthy challenge, has only 170 calories of Guck mal, das waren 170 Kalorien, eben hat er 8000 gegessen. Ja, ja. Und hat für die 8000 hat er nur gerade mal 4 Minuten mehr gebraucht. Mhm. Und für die 170... Ja, weil das ist ja so ultra anstrengend, so ja, hart, dann noch das eklige Geschmack. Überleg dir mal, du müsstest 8000 Kalorien nur Brokkoli essen. Alter, raus, raus. Wie viele Brokkoli wäre das? Einige oh. Kilo, viele, viele Kilo, viele Kilo. Tot. Sehr bestimmt 20 Kilo oder noch mehr. Mhm. Nee, noch mehr, 30, 40 Kilo. Brokkoli. Ja, stell dir mal vor, das, da vor allem das Ruhe. Ja, ja, krank, krank, krank. Vitamins und Minerals. Zum Baum werden. A little bit of protein, carbs, fiber. Das ist Matt Stoney, falls ihr nicht kennt. Ja, kann man mal zeigen hier. No, no, also auf jeden Fall, Respekt, was mit dem Brokkoli ist echt nicht echt. Ist mega echt krass. Hier, Matt Stoney heißt, er ist einer der bekanntesten Wettesser. Ich glaube, der schnellste, würde ich sagen, ist zu krass. Hast du ich würd, weiß nicht, aber das ist halt immer je nach dem Wettbewerb. Ne? Also es gibt auch noch viele andere super starke Wettesser, aber ich glaube, der ist der bekannteste mit den meisten. Mit dem meisten, Abonnenten, größten Kanal, meistens, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel der... 5 Millionen, habe ich schon geguckt. Furious Speed hat ja, nicht so viel. Also Matt Stone ist bekannt, Matt Stone ist auf jeden Fall, was Essen angeht, krank.